Hallo, das ist mein Contest-Beitrag für die Cherry O234. Ich hoffe, das stimmt jetzt so. Und auf alle Fälle hat sie so einen coolen Contest gestartet, wo man sich an einem Bild inspirieren sollte und das dann eben nachschminken sollte und so. Und sie hat auch gesagt, das zählt eben das Gesamtpaket. Und das konnte jetzt ein Star sein, ein Gegenstand oder sonstiges. So hat ihr das hingeschrieben. Und ich habe das ein bisschen rumgegoogelt, rumgesucht und so weiter. Und ich kam dann auf so ein Bild von so einem Cocktail. Ich blende euch das hier jetzt mal ein. Ja, und ich fand das irgendwie von der Farbkombination her sehr, sehr interessant und noch mehrere Farben auf einmal und so, und dann dachte ich mir, ja, das ist es, da schminkst du jetzt nach. Ja, und das habe ich eben auch gemacht und jetzt zeige ich, was ich gemacht habe. Zuerst einmal habe ich die Eyeshadow Base von Manhattan aufgetragen, oben und ein bisschen unten, unter den Augen. Dann habe ich begonnen mit diesem Weiß aus der 120er Palette, habe das in die Augeninnenwinkel aufgetragen. Danach habe ich dieses Lila hier verwendet aus der 120er Palette und habe das in der Mitte vom Auge aufgetragen, auch hier ein bisschen oben, so wie ihr sehen könnt. Und danach habe ich außen dieses Dunkelviolett hier aufgetragen. Das soll jetzt oben den Schaum, also diesen Rauch und eben das obere von dem Cocktail darstellen. Das ist so weiß, ein Mittellila und Dunkelviolett. Und das soll eben das Oberlid darstellen, weil das auch beim Cocktail oben so war. Und unten habe ich jetzt die Flüssigkeit vom Cocktail nachgeschminkt, die war so grün und gelb. Und dafür habe ich verwendet, von der 120er Palette, dieses Gel. Das habe ich eben hier unten aufgetragen, bis ein bisschen über die Mitte. Und dann am Rand habe ich dieses Grün aufgetragen, von der 120er Palette. Also dieses hier. So, sah das dann aus. Ich habe das dann alles ineinander verblendet und so natürlich. Hier auch noch außen einen Strich gemacht von dem Grün, dass das schön ineinander übergeht. Ja, und der Hintergrund von diesem ganzen Cocktailbild ist ja schwarz. Deshalb habe ich auch schwarze Mascara verwendet, die Multi-Action von Essence immer. Ja. Dann, was ich vergessen habe als Grundierung, also als Puder, habe ich wieder das von Shi verwendet, Shi Styles und das Bronzing-Puder da. Schon sehr zerbrochen, aber macht ja nichts. Als Rouge habe ich wieder das von Be Pretty, wie immer. Gehighlightet habe ich die ganze Sache mit dem Ice Chai Latte Lidschatten von der Creamelicious, also oben. Ich glaube, jetzt kann man das eh ganz gut sehen. Ja, und dann noch die Lippen. Habe ich auch, da habe ich zuerst aufgetragen von Hello Kitty, dieses Lip Balm. Ich kann euch das mal zeigen, wie das innen aussieht. Urcool. Damit das alles besser haltet, und drüber habe ich dann aufgetragen wieder diesen Dunkelviolettton. Und ganz drüber habe ich dann getan für den Glanz von Claire's diesen Gloss. Der brennt ziemlich auf den Lippen, aber ich dachte, der muss jetzt endlich mal leer werden. Ja. Ja, und aufgetragen habe ich dieses Dunkelviolett auf den Lippen, eben weil auf diesem Cocktailbild ja der Untergrund so dunkelviolett ist. Der Hintergrund ist ja schwarz, deshalb ja der schwarze Mascara. Und der Untergrund so unten, wie ihr ja sehen könnt, ist dunkelviolett. Und deshalb habe ich die Lippen eben dunkelviolett geschminkt. Das war's mit meinem Gesicht. Dann habe ich mir mein altes... Oh mein Gott, dieses Leibwand habe ich mir gekauft, da war ich glaube ich 14 oder so. Und habe ich mir eingebildet, wenn ich das erste Mal fortgehe, muss ich voll auf Bling Bling Glamour sein. Peinlich eigentlich. Im Endeffekt habe ich das nach den ersten 5 Minuten ausgezogen gehabt. Ich weiß nicht, dass mir bei diesen... da wohl eigentlich eingefallen ist, aber ich dachte mir, ich schmeiße es nicht weg, es hat sicher irgendwann auch einen Sinn. Und heute fand ich das ganz passend, weil Cocktails verbinde ich mit so eher schöneren Veranstaltungen, eher nobleren Diskos und so, weil in so ganz einfachen Diskos und so gibt es ja meistens gar keine Cocktails. Habe ich jetzt halt die Erfahrung damit gemacht. Und das soll einfach diesen Glamour zeigen, weil das glitzert auch in allen Farben, das kommt jetzt da leider nicht so gut rüber. Aber es glitzert und schimmert in allen Farben, auch in Lila und Grün, und deshalb dachte ich, ist es sehr passend. Ja. Ja, und die Haare habe ich mir nach hinten so zusammengebunden, so einen Knödel. Und vorne habe ich mir Locken gemacht. Ich fand, das sieht sehr edel aus. Die habe ich mit diesem Sleek and Curl, der hat das von Remington gemacht, die Locken. Ist ganz cool, mit dem geht es sehr, sehr gut. Und ja.
das war es eigentlich auch schon, was ich gemacht habe. Ich habe dann noch meine silbernen Kronohrringe reingegeben. Meine Fingernägel sind eh noch vom Disco Queen gestern schon gepimpt auf Disco-Style. Glitzer, Glitzer, Glamour, Glamour, mir gefällt das voll. Und ich fand auch dieses Cocktail einfach so geil zum Nachschwinken. Yes. Okay. Gut. Dann hoffe ich, dass euch der Contest-Beitrag gefallen hat und auch dir, liebe Cherryo234. Ist er schließlich auch für dich? Und ja, kommentiert mir halt, sagt mir, wie es gefallen, wie kommentiert es halt, sagt mir halt, wie es euch gefallen hat und so. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Tschüss!